Russlands Angriff auf die Ukraine. Diese Videos zeugen vom Krieg. Doch russische Quellen verbreiteten bereits vor der Invasion zahlreiche Videos. Sie zeigten Angriffe der Ukraine auf Russland bereits Wochen vor der Invasion. Doch diese Videos sind gefälscht. In sogenannten False Flag Videos stellte Russland die Ukraine als Aggressor dar. Dieses Narrativ verwendete Russland dann als Kriegsgrund. Wir haben drei dieser Videos analysiert und zeigen, wie man sie als Fälschung erkennt. Erstes Beispiel. Dieses Video soll zeigen, wie ukrainische Soldaten mit zwei gepanzerten Fahrzeugen über die Grenze nach Russland eindringen. Von diesem Vorfall berichtet auch die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den russischen Geheimdienst. Der Vorfall soll in der Nähe von Luhansk stattgefunden haben. Doch es gibt einige Details, die zeigen, dass das Video an einem anderen Ort gedreht wurde und der Vorfall wohl inszeniert ist. So sind im Video Büsche, Panzersperrungen und zwei Bauten erkennbar. Diese konnten Rechercheure von Bellingcat mit Hilfe von Satellitenbildern auf Google Earth finden. Es wird klar, das Video wurde hier, mitten in damalig pro-russischem Separatistengebiet, gedreht. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ukrainische Soldaten bis hierher vordringen konnten. Außerdem befindet sich dieser Ort ganz woanders, als von russischer Seite berichtet wird. Zum inszenierten Überfall gibt es auch weitere Videos, etwa diese Aufnahme. Die angeblich ukrainischen Panzerfahrzeuge stehen in Flammen. Oder dieses Video eines russischen TV-Senders, welches die zerstörten Fahrzeuge zeigen soll. Gemäß einer Analyse eines ukrainischen Militärblogs wird durch diese Aufnahmen klar, dass es sich um eine spezielle Fahrzeugmodifikation handelt. Eine, von der unklar ist, ob die Armee der Ukraine sie überhaupt besetzt. Das zweite Beispiel wurde am 18. Februar auf einem pro-russischen Telegram-Kanal veröffentlicht. Es wird behauptet, polnischsprachige Saboteure hätten geplant, einen Chlortank in der umkämpften Region Donbass in die Luft zu sprengen. Auf Twitter entdeckten User jedoch schnell verschiedene Ungereimtheiten. So untersuchte ein User die Metadaten des Videos. Darin findet sich auch das Erstellungsdatum, der 8. Februar. Nicht weniger als 10 Tage vor dem angeblichen Vorfall. Die Metadaten enthalten auch Angaben darüber, welche fremden Video- und Audiodateien in das Video integriert wurden. Tatsächlich lässt sich mit diesem Dateinamen auf YouTube ein Video aus dem Jahr 2010 finden. Der Klang einer der Explosionen wurde aus dem YouTube-Video übernommen. So haben die Journalisten und freiwilligen Rechercheure auf Twitter bewiesen, das Video ist gefälscht. Solche Videos kursierten auch schon Wochen vor der Invasion. Das dritte Beispiel stammt aus dem Dezember 2021 und soll zeigen, wie Flüchtlinge versuchen, über die Grenze in die Ukraine zu gelangen. Sie werden jedoch von Soldaten erschossen. Das Video stammt von einer Wärmebildkamera, so sind weniger Details erkennbar. Das ist kein Zufall, sondern gewollt. Es erschwert, das Video zu verifizieren. Trotzdem gibt es Hinweise auf eine Fälschung. Etwa lässt sich kaum ein Rückstoß beobachten, als dieser Soldat im Schnellfeuer schießt. Zum Vergleich, so sieht es aus, wenn mit einer typenähnlichen Waffe scharf geschossen wird. Fehlt der Rückstoß, kann das auf Platzpatronen und somit eine Inszenierung hindeuten. Auch die Verbreitung deutet darauf hin, dass es sich bei dem Video um russische Propaganda handelt. Es wurde das erste Mal auf Facebook veröffentlicht. Der User schreibt, es sei von einem Bekannten aufgenommen worden. Darüber, wen oder was das Video zeigt, gibt es keine Informationen. Später wird er gegenüber einer Recherchegruppe angeben, dass sein Account gehackt worden sei und nicht er das Video gepostet habe. Wenige Minuten später erscheint das Video bei einem anderen User. Er fügt aber hinzu: Streitkräfte der Ukraine erschießen unbewaffnete Migranten. Eine neue Zusatzinformation ohne Beweis. Zwei ukrainische Medien veröffentlichen das Video ebenfalls. Kurze Zeit später geben auch sie an, gehackt worden zu sein.
Trotz diesen unklaren Quellen wird das Video danach von verschiedenen russischen staatsnahen Medien verbreitet. Auch internationales Publikum wird angesprochen. Mit einem englischen Artikel. Von einem angeblich unabhängigen Medium aus der Donbass-Region in der Ukraine. Doch eine Domain-Abfrage zeigt, die Webseite ist in Moskau registriert. All dies deutet klar darauf hin, das Video gehört zur russischen Desinformationsstrategie. Das waren nur drei Beispiele, doch im Konflikt um die Ukraine gibt es zahlreiche solcher gefälschten Videos. Das gleiche Muster ist selbst bei Auftritten von Präsident Putin und seinen Beratern zu beobachten. Hier etwa eine angebliche Live-Veranstaltung um 17 Uhr. Doch die Uhren deuten darauf hin, dass sie schon im Voraus aufgezeichnet wurde. Viele dieser Videos können als Fälschung enttarnt werden. Und doch erreichen sie ihr Ziel. Sie stiften zusätzliche Verunsicherung und Chaos in diesem Konflikt.